Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge meines Let's Plays vom Spiel City Skylines. In der letzten Folge haben wir hier das Industriegebiet noch ein bisschen erweitert, beziehungsweise das Straßennetz schon mal gebaut. Und bevor ich hier weiterbaue, muss ich was anderes machen, denn man sieht hier, die Züge stauen sich bis ins Nirvana. Deswegen muss ich hier das Schienenkreuz, oder wie man es immer nennen will, drastisch umbauen. Man sieht, die Züge kommen von hier unten. Ne? Ich werde diese ganzen Schienen alle wegreißen. Okay, das geht hier oben wahrscheinlich nicht mehr, weil ich hier außerhalb der Baustelle bin. Hm. Das wird noch was aussehen auch. Wie mache ich das jetzt? Weg, weg, weg. Die Züge, die wohl hier auf der Wiese jetzt stehen, die werden irgendwann mal despawnen. Auf jeden Fall. So, ich könnte. Das Ganze ein bisschen umbauen. Halt, falsch. Falsch. Richtig. Falsch. So. Na komm. Will nicht anschließen. Jawohl. Und jetzt könnte ich hier diese Linie. Geht es? Das geht sogar. Schließe ich einfach hier an. Genau. Diese Schienen. Weg, 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 weg. Alles weg. Hilft nichts. Muss sein. Die werde ich hier irgendwo anschließen. Denn die machen mir sonst die ganze Infrastruktur kaputt. So, Gleise gehen wir nach oben, standardmäßig. Jetzt muss ich über die Autobahn drüber, geht es. Geht aus irgendeinem Grund wieder nicht. Will nicht. Gut, dann muss ich es ein bisschen umbauen. Ja, meine Straßen nochmal wegmachen. Schienen. Genau. Okay, so nicht, sondern eher auch nicht. Halt diese. Okay, das wird es wahrscheinlich auch nicht besser machen. So. Jawohl. Jetzt kann man hier mit den Gleisen über die Autobahn gehen. Dann. Ja, genau, lasse ich die Gleise gleich in der Luft. Sagen wir mal so. Ups. Fehler. So, dann gehen die Gleise nach unten. Und schließe. Okay, warum will der hier nicht anschließen? Jawohl, schaut ganz gut aus. So, dann mache ich hier eine Weiche rein. So. Bis. Bis dorthin, wieder eins runter und hier anschließen. Jetzt hoffe ich mal, dass die Züge das kapieren, was ich will.
Okay, die Züge sind hier, die spawnt die einen. Die eine springt auf die Schiene zurück. Das heißt wahrscheinlich bei jeder Lok, neue Route wird berechnet. Bitte warten. Okay, jetzt kommen die ganzen Züge von hier oben. Hier der Stau, der löst sich langsam auf, wie es ausschaut. Jawohl. So soll es sein. Was so eine kleine Veränderung alles bringt. Wahnsinn. Okay, hier fahren die Züge wieder ineinander. Aber hier könnte ich auch fast wieder zwei Fahrspuren machen für die verschiedenen Schienensysteme. Einmal Personenverkehr, einmal Güterverkehr. Das würde fast schon wieder Sinn machen. Eieiei, das wird ja wieder kompliziert. Soll ich das wirklich machen oder lässt man es so lassen? Hier staut sich ja schon wieder. Mann. Aber man sieht, der Verkehr löst sich mal hinten auf. Das ist schon mal sehr gut. Er staut sich hier wieder. Ich habe es fast befürchtet. Denn der Personenverkehr kommt irgendwie nicht hinterher, wie es ausschaut. Okay, das gefällt mir nicht ganz. Das gefällt mir nicht ganz so. Ich würde sagen, ich mache mal einen kurzen Cut. Ich will das Ganze mal bearbeiten, so wie es mir am besten gefällt, weil das wird, glaube ich, mindestens 20 Minuten dauern und eine extra Folge nur mit Gleis bauen, das will ich euch nicht antun, weil das würde, ja, ich würde sagen, etwas zu lange dauern. Also, sehen wir uns gleich wieder. Macht es gut, bis gleich. Ciao. Hi Leute, hier bin ich wieder. Ich habe das ganze Schienensystem jetzt so umgebaut, dass alle ankommenden und abfahrenden Züge aus meiner Stadt bzw. aus meinem Stadtgebiet so fahren können, ohne dass sich alle Züge im Weg sind. Ich habe das Ganze, ja, da habe ich fast eine halbe Stunde dran gebaut, länger wie gedacht. Und sieht dann auch hier die Schienen, die Züge in der Wiese stehen, weil ich habe alles gemacht, indem ich das Spiel angehalten habe. Hier sieht man auch noch ein paar Züge. Das heißt, mache ich einfach mal Spiel starten, geht es wieder weiter. Es despawnen einige Züge, andere fahren wieder auf die Schienen weiter, wo sie hingehören. Hoffe ich zumindest. Geht der Zug, wo will der hin? Bleibt der jetzt hier stehen oder? Ne, er fährt zurück. Sehr gut. Es funktioniert jetzt hoffentlich viel besser. Hier habe ich quasi eine Abzweigung gemacht. Hier wird erstmal selektiert Güterzug, Personenzug. So, die können quasi in diese Richtung fahren und in die andere Richtung. Wenn ich jetzt das Ganze von oben anschaue. Okay, jetzt starten sich die Züge in diese Richtung. Mann, das gibt's doch nicht, oder? Okay, der Zug fährt durch, der fährt durch. Das geht zumindest. Ja, das läuft doch alles gleich viel besser. Hier muss ich das leider so machen, weil hier oben die Schiene, die außerhalb unseres Stadtgebietes, ja, die macht so einen komischen Knick. Und deswegen ging das leider nicht anders. Deswegen fahren die Züge auch hier rum. Oh. Ich habe einen Fehler entdeckt. Wenn die Züge in diese Richtung wollen und von oben kommen, das geht leider nicht. Okay, das muss ich jetzt einfach schnell hinzufügen. Wie mache ich das? Genau, hier eine Weiche ansetzen. Okay. Hier eine Weiche ansetzen.
Geht irgendwie nicht. War das bereits belegt? Ja, ein Zug steht drauf, ja, ich weiß. Oder so. Okay, jetzt können wir das wieder hinzufügen. Wie mache ich das? Wie mache ich so? Geh einfach mal in den Untergrund. So, dann geht die Schiene hier rüber. Bis dorthin. Hier geht es wieder an die Oberfläche. Zack, und knüpft hier an. So. Jetzt muss das Ganze auch andersrum funktionieren. Genau, es fährt der Zug hier rein. Okay. Warum fährt der Zug jetzt über das Gleis vom Güterverkehr? Will der einfach nur gerade erst durchfahren oder habe ich wieder irgendwas falsch angeknüpft? Ne, der fährt einfach nur gerade erst durch. Okay, der hätte genauso auf das andere Gleis fahren können. Okay, der fährt da rüber. So soll es sein. Ist das ein Durcheinander? Aber alles geordnet, wie man sieht. Alles geordnet. Der Zug fährt wieder aus der Stadt raus. Der kommt wahrscheinlich gerade von oben. Der fährt jetzt hier. Der fährt geradeaus durch. Bin gespannt, wann er einmal hier diese Strecke fährt. Obwohl, ich hätte auch kurz Spiel anhalten. Okay, noch schnell Untergrund. Das und das und das mal weg. Das genauso. Gehen wieder eine Etage höher. Die Schiene nochmal weg. Das wird ja auch gehen. So, würde es gehen. Na, und jetzt muss das Ganze hier drüben anschließen. Obwohl, wenn ich es genau anschaue, hätte ich auch eine Brücke bauen können. Oder wäre es jetzt dann zu steil geworden? Ah, das wäre zu steil geworden, wie es ausschaut. Ne, dann gehen wir. Ah, doch, jetzt. So wird es gehen, komischerweise. Ne, ist auch wieder zu steil. Gut, dann gehen wir doch wieder in den Untergrund. Tut mir leid. Nur experimentieren. So, dann gehen wir. Ne, wie machen wir es jetzt? Halt. Jetzt hatte ich aus Versehen die Aufnahme abgebrochen. Falsche Taste gedrückt. Weil zum Aufnahme starten und beenden, ne, habe ich Position 1 und entfernen. Und dass ich eine andere Ebene komme, quasi in den Untergrund oder in die normale Welt, sag ich mal. Ich Bild auf und Bild ab und die Tasten sind doch ja, eng nebeneinander. Obwohl, dann könnte ich auch dieses Gleis könnte ich hier anschließen. Genau. So, jetzt kann es wieder weitergehen. Es passt es. Der Zug fährt wieder aus der Stadt raus. Der fährt auch aus der Stadt raus. Das Güterverkehr mal unterwegs.
Oder wäre es nicht schöner? Spiel nur mal kurz anhalten. Da komm. Warum ist es wieder so steil? Wahrscheinlich den. Ah, okay, das wollte ich jetzt nicht. Ja, geht doch. Warum nicht gleich so? So, jetzt kann ich hier anschließen. Erstmal ein Stückchen gerade. Dann hier die Kurve. Und dann geht's hier wieder runter. Halt, falsch. So ein bisschen lang gezogen. Kann die Einfahrt oder Auffahrt auch nochmal schnell ändern. So, perfekt. Hey, das war jetzt Schienengemetzel. Das habe ich extra machen müssen, weil dann kann man hier auch unten durch ein paar Schienen, ein paar Straßen machen, die wir auch dann Funktion haben. Das heißt, haben wir das ganze Schienenchaos beseitigt. Hier staut sich noch ein bisschen, ist klar, weil hier ist ein Güterbahnhof. Hier können nicht so schnell die, die Züge abgefertigt werden. Oh, wie die LKWs kommen, gibt es auch Staus. Gut. Dann, was wollte ich machen? Genau, hier oben das Industriegebiet werde ich schnell erweitern. Ein paar Minuten haben wir noch, oder? Was haben wir? Ja, okay, machen wir schnell. Ja, ein größeres Industriegebiet. Obwohl hier am Rand. Stopp, stopp. Ah, Bürogebäude. Das Ganze ein bisschen abgrenzen. Dass die Bodenverschmutzung nicht auf das Autobahnkreuz überschlägt. Oh, hier wird ganz schön rasant gebaut. Buslinie, hier haben wir die schwarze Buslinie. Ich würde sagen, die können wir gleich mal hier anknüpfen. Die mal weg. Hier geht er hin. Dann hält er hier an der Bus. Dann hält er hier an. Dann fährt er hier rein. Ach, das ist eine Einbahnstraße. Okay. Ja, genau, kann er so fahren. Hält er hier an. Dann. Ja, wunderbar. Warum nicht gleich so? Passt. Es sind alle Straßen versorgt. Dann freut sich der Busfahrer, wenn er wieder ein paar neue Routen hat. Strom ist auch vorhanden. Busverkehr läuft auch. Aber jetzt sprießen die Gebäude direkt aus dem Boden. Sehr schön. Aber auch nochmal Screenshots. So, für das Thumbnail. Mache ich das jetzt am besten? Ne, mache ich so. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, was ist von dieser Folge? Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Das heißt, Let's Play Cities Skylines. Macht es gut, bis dann. Ciao.